Nachdem wir in der letzten Folge mit allen coolen Charakteren gesprochen haben, wie Drax und Bibi und die ganzen Crew hier. Ein paar leichte Streuungen durch das Eis in der Geißel. Ich werde die Sensoren auf verdammt nervige Wolke neu kalibrieren. Kommen jetzt die uncoolen Charaktere auf der Nexus. Wo bist du, Bibi? Wo schlafst du hier drinnen? Ja, hast du doch nur ein Wasserbett. Warum wollte ich Hängematte sagen? Ich habe mir letztes Jahr einen Hängematte-Ständer gekauft. Den habe ich mir in die Wohnung reingestellt. Und jetzt ist da so viel PC und Audio-Recording-Stuff davor und dazwischen gestellt, dass ich die sowieso nie mehr benutzen kann. Willst du nicht sonst noch mehr mit uns reden? Scans der Geißel. Wie sich all diese dunkle Energie windet und gegen sich selbst wendet. Es ist atemberaubend. Sie ist gefährlich. Das ist alles, was ich sehe. Eine Masse zerstörerischer, bösartiger Tentakel. Ich kann die Farben einer Korallenschlange bewundern und mir gleichzeitig bewusst sein, dass ich mich von ihr fernhalten sollte. Helios ist unglaublich, nicht wahr? Und damit meine ich nicht nur Konstrukte wie die Geißel oder die Reliktgewölbe. Ich meine alles. Es ist so fremdartig. Eine beständige Erinnerung an die göttliche Intelligenz hinter der gesamten Schöpfung. Sobald man reinzoomt auf den falschen Kamera-Angle-Winkel, schaut sie richtig alt aus und dann... Wir kommen jung. Sie reden von einem Gott. Ja, ich glaube an eine höhere Macht. Ich weiß, es klingt vielleicht ein wenig seltsam. Aber ich bin Wissenschaftlerin, weil mich die Wissenschaft an etwas näher heranbringt, das größer ist als ich. Bam. Nichts am Universum deutet auf eine göttliche Intelligenz hin. Und wie Sie selbst sagten, wurde das meiste, das wir in Helios gesehen haben, künstlich erschaffen. Ja, aber wir sind schöpferische Wesen. Und wer auch immer die Relikte erschaffen hat, war es ebenfalls. Wie könnten Sie dagegen die Existenz eines Gottes sprechen? Würde ein wahrer Schöpfer den Drang, Dinge zu erfinden, nicht weitergeben wollen? Haben wir dieses Gespräch jetzt hier? Sie können glauben, was Sie wollen. Ist Wissenschaftler nicht sinnlos? Wieso sind Sie überhaupt Wissenschaftlerin, wenn ohnehin alles das Werk eines mysteriösen Schöpfers ist? Wenn ich Ehrfurcht vor einem Schöpfer habe, wie könnte ich dann seine Schöpfung nicht studieren wollen? Mein Glaube steht meiner Arbeit als Wissenschaftlerin nicht im Weg. Er unterstützt sie. Meine Sinne sagen mir, was die Welt ist. Die Wissenschaft zeigt mir, wie sie entstand. Und die Religion verrät mir, wieso. Wissenschaft und Religion waren schon immer unvereinbar und werden es auch immer sein. Egal, wie rational sie es betrachten. Einigen wir uns darauf, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, okay? Unsere Überzeugungen sind eindeutig nicht miteinander vereinbar. Jetzt sollte ich aber besser mal den Rest des Teams über meine aktuellsten Berichte informieren. Unterhalten wir uns später weiter? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jedes Mal, wenn ich mit dir mich unterhalte, fängt es zum Lecken an. Wahrscheinlich die Mod dran schuld. Gelox. Das Handbuch des Schiffs ist echt nützlich. Endlich steht meine Werkbank wieder gerade. Wenn Sie es auch mal lesen würden, wüssten Sie, dass die Tempest ein Füllhorn neuer Tech ist. Sie können nicht einfach... Ich habe dieses Schiff in Rekordzeit startklar gemacht, Kello. Ich beherrsche meinen Job. Und Sie haben nicht den geringsten Respekt vor dem Job anderer Leute. Kello. Oh, Ryder. Tut mir leid, dass Sie das mit anhören mussten. Oh, ich glaube, einen Mod habe ich zu viel runtergeladen. Das verträgt das Spielcode gar nicht. Obwohl ein Pilzgefährten-Mod würde mich schon interessieren. Oder ein Crony-Mod. Wo ist die Nexus da? Das ist haufenweise. Ich glaube, so viele Sterne gab es da gar nicht zum Erkundigen. Oder so viele Welten. 4 oder 5. Naja. Wüste, Eis, Dschungel. Und Wüste. A, B,
bekanntes Territorium. Die Nexus ist seit Monaten hier, aber das hat nicht gereicht, um alles zu erkunden. Ich empfange etwas. Kleine Stern da draußen. Ja. Sonde unterwegs. Anomalie gefunden. Wollte gerade sagen, es leckt schon wieder oder was? Sich da drauf hin losfliegen? Anscheinend. Ein Element Zero Stern. Okay, springen. Back to the Nexus. Ein Team mit? Ich glaube kaum. Ich glaube, ich muss alleine rumrennen. In diesem Spiel. Das glitscht alles. Die Grafik glitscht langsam hinein. Oje. Welches Mod ist schuld? Die Leute bewegen sich nicht. Ist es wahr? Wir besiedeln EOS? Das haben wir schon mal gedacht. Aber bei EOS ist das jetzt was anderes. Stimmt's, Pathfinder? Jetzt beruhigen Sie sich mal. Geben Sie ihnen etwas Raum. Lieutenant Sajax, Kandros Adjutantin. Sie wollten sie alle sehen. Es herrscht wieder Hoffnung, ist eine Weile her. Sie haben wieder einen Pathfinder. Das ist unsere Aufgabe. Und Sie haben sie großartig erfüllt. Professor Herrick, richtig? Was Sie mit diesem Reliktgewölbe erreicht haben, ist beispiellos, Pathfinder. Unfassbar. Wenn mehr Militär aus der Stase erwacht, werden diese Kettes nicht mehr in die Nähe ihres Gewölbes oder unserer Leute schaffen. August Bradley wird das sicherstellen. Er ist der neue Bürgermeister. Bradley? Den kenne ich. Scheint ein guter Mann zu sein. Und? Worauf warten Sie noch? Da draußen wartet eine neue Welt. Danke, Ryder. Ich alleine hier? Die Aussicht schaut gut aus. Wen gibt es hier? Achten Sie auf Ihren Ton. Sie haben gesehen, was mit den Kroganern passiert ist. Aber wir brauchen diese Geräte. Tja, Sie bekommen sie aber nicht. Also hören Sie auf, mich mit solchen Nebensächlichkeiten zu behelligen. Das ist keine... Ihre Inkompetenz ist nicht mein Problem. Machen Sie einfach Ihre Arbeit. Was wollen Sie? Ich weiß nicht, was hier los ist, aber es ist nicht fair, es an mir auszulassen. Tut mir leid. Sie haben recht. Es ist nicht Ihre Schuld. Er war Ihnen gegenüber ziemlich herablassend. Ist das normal? Ja, er ist furchtbar. Die Zusammenarbeit mit ihm ist der absolute Albtraum. Erst letzte Woche hat er versucht, einen Teil der Bestände umzuleiten, die wir für den Betrieb der Stase-Kapseln brauchen. Warum macht er sowas? Keine Ahnung, aber wenn Cash nicht eingeschritten wäre und gedroht hätte, ihn aus der Luftschleuse zu werfen, wäre das Ganze in einer Katastrophe geendet. Und so ist er immer. Er trifft falsche Entscheidungen, vergrault die Kroganer und behandelt die Leute wie Dreck, wenn er sich unbeobachtet fühlt. Man sollte eigentlich annehmen, Ihr Boss hätte die Macht, etwas dagegen zu unternehmen. Sie hasst Spender, aber sie kann nun mal nicht immer in der Nähe sein, um ihn sich vorzuknöpfen. Es ist so schlimm geworden, dass Cash ihn buchstäblich aus dem Maschinenraum werfen musste. Sie meinen das im übertragenen Sinn, oder? Nein, sie hat ihn tatsächlich geworfen. Das war herrlich. Wir müssen Spender loswerden. Nur leider ist er zwar inkompetent, klebt aber an seinem Stuhl. Cash kann Ihnen mehr sagen. Warum warst du in Deckung, Mann? Oh, es gibt jetzt viel zu reden. Ich glaube, die großen Chat-Stunden mache ich dann mal ohne Facecam. Und jetzt gehen wir nochmal ein bisschen mit der Hauptmission herumspielen. Dann werde ich mir irgendwann mal in einer extra Stunde. Pathfinder ist tot. Alec Ryder kam ums Leben, nachdem er auf Habitat 7 im Ericsson-System gelandet war. Berichten zufolge hat sein Sohn als neuer Pathfinder das Kommando über die Tempest übernommen
um die Suche nach einem Zuhause in Andromeda fortzusetzen. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Ja, eine extra Drahtstunde wird es einfach geben. In der Zwischenzeit geht's weiter mit Main Mission Ryder. Hätten Sie kurz Zeit? Okay, Carrie. Ryder, richtig? Carrie Tavassa, selbstständige Dokumentarfilmerin. Das ist Hakim, mein Produzent. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Worum geht es denn? Direktor Tan hat mich um eine aufbauende Dokumentation über die Initiative gebeten. Im Klartext, ich soll unsere Probleme mit Regenbögen übermalen. Aber unsere Probleme sind nun mal auch unsere Geschichte. Die Leute verdienen die Wahrheit und keine Propaganda. Die violetten Augen finde ich cool. Flirten! Schön zu sehen, wenn jemand seine Arbeit mit so viel Leidenschaft macht. Das ist sehr freundlich. Manchmal schrecken die Leute wegen der Kamera vor mir zurück. Das ist schade. Also genau das brauche ich. Die Wahrheit, meine ich. Jemand muss die Geschichte, die wir schreiben, festhalten. Es erfordert Integrität, nichts als die Wahrheit festzuhalten. Naja, ich tue mein Bestes und könnte dabei Ihre Hilfe brauchen. Das Herzstück meiner Dokumentation wird eine Interviewreihe sein. Ich hatte gehofft, Sie würden sich dafür zur Verfügung stellen. Ich will die schmutzige, blutige Wahrheit unserer Geschichte, nicht das angenehme Märchen, das Tan vorschwebt. Und? Interessiert? Es macht Ihnen nichts aus, dem Direktor der Initiative auf die Füße zu treten? Was soll er denn machen? Uns Gelder streichen, die wir sowieso nicht bekommen? Ich jedenfalls gehe das Risiko ein. Sie auch? Okay, interviewen Sie mich. Also dann. 14 Monate sind vergangen und die Nexus ist noch immer nicht fertiggestellt. Wir vermissen mehrere Archen und haben Leute verbannt. Es ist schwer zu glauben, dass unser Plan so aussah. Und doch bezeichnen unsere Anführer das alles als erwartete Probleme. Würden Sie dem zustimmen? Wir müssen diese Probleme immer noch lösen. Und dafür muss jeder, unsere Anführer eingeschlossen, mit anpacken. Wir müssen offen aussprechen, welchen Herausforderungen wir uns gegenüber sehen und wie wir sie meistern wollen. Sehr schön. Das wird Sie bei unseren Anführern zwar nicht gerade beliebter machen, aber es ist gut, das zu hören. Unsere Bandbreite lässt nur Momentaufnahmen zu. Deshalb war es das fürs Erste. Aber ich werde mit weiteren Fragen wieder auf Sie zukommen. Verlassen Sie sich drauf. Das hat mehr Spaß gemacht als erwartet. Sie waren großartig. Ich mache mich gleich an den Schnitt. Wem muss ich reden? Edison. Er ist voll einsatzfähig. Und wir rechnen damit, dass sich die Kolonie schon bald genannte Leute. Cassidy Shaw. Ich bin Ryder. Ich untersuche den Mordfall Nilken. Oh Mann, ich dachte, das wäre erledigt. Haben Sie die Audioaufzeichnung des Streits gehört? Ja. Ich habe geholfen, ihn von Chief Reinholds wegzuziehen. Man hat in seinen Augen gesehen, dass er ihn töten wollte. Und dann im Sandsturm? Ich hatte den Chief ziemlich gut im Blick. Er hat Nilken direkt angesehen und Nein geschrien. Dann explodierte seine Brust. Ich werde das nie vergessen. Der Ausdruck in seinem Gesicht war der pure Schock. Reinholds führte sie zurück, um die Anlage wieder zu übernehmen. Waren Sie damit einverstanden? Es stand mir nicht zu, einverstanden zu sein oder nicht. Er war der befehlshabende Offizier. Rückblickend ist es natürlich nicht ohne Ironie. Wäre er nicht getötet worden, wären wir jetzt wahrscheinlich alle tot. Haben Sie in der Nähe Cat gesehen? Nilken hat es behauptet, aber ich habe keine gesehen. Es war allerdings ein schwerer Sandsturm. Man konnte nicht viel erkennen. Wirkte Nilken, als würde er es bedauern? Ich habe Nilken in dem Chaos aus den Augen verloren. Als wir ihn fanden, wirkte er wie unter Schock. Er konnte nicht sprechen. Ihm schien übel zu sein. Könnte Schuld gewesen sein. Die Erkenntnis, was er getan hatte. Wenn Sie gestritten haben und Nilken sogar gedroht hat, ihn umzubringen, warum war Reinholds dann überrascht? Freunde streiten und sagen Dinge, die sie nicht so meinen. Verletzen einander manchmal sogar. Aber du rechnest einfach nicht damit, dass dein bester Freund dich erschießt. Für mich ist das Traurigste daran. Das Herz des Chiefs wurde gebrochen, direkt bevor es explodierte. Okay. Vielen Dank für die Information. Nichts zu danken. Es macht mir zu schaffen, dass wir ihn zurücklassen mussten. Er hätte ein ordentliches Begräbnis verdient.
Die Leiche wurde also nie untersucht. Immerhin ein wichtiges Beweisstück bei einer Mordermittlung. Ten hat eine Mission, um ihn zurückzuholen, nicht genehmigt. Zu gefährlich, hat er gesagt. Das mache ich dann wohl. Natürlich. Bitte besprechen Sie etwaige Bedenken zunächst mit Direktor Addison. Das Protokoll muss befolgt werden. Okay. Hast du einen Namen? Nein. Sie haben für frischen Wind gesorgt, Pathfinder. Meine Abteilung hat jetzt tatsächlich koloniale Angelegenheiten zu verwalten. Und Sie haben neue Werkzeuge, um das Wachstum der Initiative zu unterstützen. ALP, bereit zum Ausgehen. Ich bin zuständig fürs Erkunden. Haben Sie niemand anderen, der sich um die Zahlen kümmert? Kommen Sie von Ihrem hohen Ross runter. Dadurch werden Zahlen zu Leben. Sie und Ihr Team sorgen da draußen dafür, dass Andromeda lebensfähig wird. Das stärkt uns alle. Wenn Sie eine Schwelle überschreiten, kann eine neue Kryogruppe rausgeholt werden. Sie wollen mehr Sicherheit. Wie in Prodromus. Ihre Entscheidung. Brecker zeigt Ihnen das Interface und kümmert sich um die Details. Sie müssen lediglich entscheiden, was Leben in Andromeda bedeuten soll. Ohne Druck. Wir werden ein Militärstaat. So schaut's aus. Hallo Pathfinder. Ich bin Kryobetriebsverwalter Wladimir Brecker, C6. Ihre vordringliche Aufgabe besteht darin, unwiderruflich über den Verlauf jedes Lebens in der Initiative... Wow, das ist ein bisschen zu viel. Ja, natürlich. Aber jetzt haben Sie Respekt vor dem, was wir hier tun. Die Andromeda-Lebensfähigkeit und die Nexus-Grenzwerte sind Ihre Werkzeuge, Ihre Belohnung und unsere Zukunft. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich entscheide also, welche Gruppen aufgeweckt werden. Dann sind also alle irgendwann wach, oder? Genau. Aber das Ganze muss geordnet ablaufen. Es gibt Unterstützungslinien. Sie können kein Omelett zubereiten, wenn Sie vorher nicht für Eier sorgen. Und Eier bringen Ihnen nichts für einen Steak. Der Unterschied ist, dass es hier um Personen geht und um den Beginn eines Lebens für uns alle. Okay, Brecker. Womit fange ich an? Das Interface ist aktiv und reagiert nur auf einen Pathfinder. Es ist bereit für Ihre erste Auswahl. Sie können beginnen, die Initiative nach Ihren Wünschen zu formen. Okay, was gibt's da noch schnell? Beteiligungsdepots, Handels. Ah ja, diese Sachen. Brauchen wir gar nicht. Munition. Ja, ist er auch schafft. Und das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe nur einen. Ja, ja. Stationsleiterin Cash erinnert hiermit alle daran, dass sämtliche Änderungen am Energieraster vorher genehmigt werden müssen. Was jetzt zu Tam? 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 Ich will das aufmachen. Da geht doch. Besserer Anfang. Dann. Ja. Direktor! Ich brauch gleich wieder Action. Sonst wird das hier nichts. Hallo, Pathfinder. Ja. Hallo, Direktor Tan erwartet Sie. Letztes Mal war das hier noch eine Abstellkammer. Ohne Pathfinder brauchten wir auch keine Pathfinder-Halle. Wir arbeiten noch am öffentlichen Bereich. Die Hydrokulturen sind teilweise fertig. Das genügt nicht. Wir sind zu wenige. Meine Leute brauchen eine Pause, Tan. Das verstehe ich. Aber erst muss unser Überleben sichergestellt sein. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich treffe mich mit unserem Pathfinder. Ah, Ryder. Addison hat mir von dem Außenposten erzählt. Sie sind der Held des Tages. Es ist zu früh zum Feiern. Noch haben wir keine Heimat gefunden. Nicht so bescheiden. Sie haben sämtliche Zweifler eines Besseren belehrt. Und Sie sind mein bester Freund? Eher ein Förderer, der Ihren Traum einer strahlenden Zukunft teilt. Sie kennen mich nicht. Bei allem Respekt, Direktor Tan, aber Sie kennen mich nicht. Oh, ich denke schon. Ihr Einfallsreichtum spricht für sich, Ryder.
Die Entschlüsselung des Gewölbes, Alien-Terraforming, das alles hatten wir nicht erwartet. Aber ein guter Pathfinder improvisiert. Und ein Brillanter zeigt seine Erfolge. Ja. Ihre Trophäen sind die ersten in der Pathfinder-Halle. Sie sind jetzt ein Sinnbild, Ryder. Etwas, woran die Leute glauben. Ohne meine Crew hätte ich das nie geschafft. Sie ist unglaublich fähig. Aber sie führen sie an. Vorsicht, Ryder. Am Ende adoptiert er sie noch. Ah, meine Mitarbeiter. Kollegen, Sie wollen uns doch nicht etwa entmachten, oder, Tan? Vergessen Sie nicht, ich bin Direktor der Initiative. Nur kommissarisch. Wir können uns kein Kompetenzgerangel leisten. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Wir sollten zusammenarbeiten. Dasselbe sage ich schon, seit wir hier sind. Dann hoffe ich kann den Pathfinder von mir überzeugen. Ich bin jedoch besorgt wegen Eos Ryder. Ein militärischer Außenposten wird die Nahrungssituation auf der Nexus kaum verbessern können. Das nicht, aber er wird uns vor Gefahren schützen. Wir könnten darüber wie immer den ganzen Tag debattieren. Aber die Entscheidung ist gefallen. Wie wollen Sie weiter vorgehen, Ryder? Wir haben eine Spur zu dem Terraforming-Netzwerk. Ich muss tiefer in den Sektor vordringen, um dem nachzugehen. Wenn die anderen goldenen Welten da sind, wo sie sein sollten, könnten wir ihnen so näher kommen. Vorsicht! Die CAT durchsuchen den Cluster nach Relikt-Technologie. Rechnen Sie also mit Kämpfen. Und dann sind da noch die Exilanten. Sie sind nicht gut, auf die Nexus zu sprechen. Trotzdem brauchen wir weitere Außenposten. Sie sind entscheidend für den Ausbau der Station. Ryder könnte da draußen nach den anderen Archen suchen. Ja, der Plan ist gut. Sie haben meine Erlaubnis. Ich hatte nicht darum gebeten. Natürlich nicht. Und ich befürworte diesen Enthusiasmus. Klar. Ryder, hier ist Harry. Ich bin wieder auf der Arche. Was gibt's? Wir haben vielleicht eine Möglichkeit gefunden, mit Ihrer Schwester zu sprechen. Kommen Sie auf die Krankenstation der Hyperion, wenn Sie Zeit haben. Mach ich. Ja, der habe ich nicht. Oh, warum? Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung. Da. Oh, stimmt, ja. Ich muss mit Edisons Assistenten über die Steigerung der Lebensfähigkeit reden. Das könnte definitiv hilfreich sein. Die Stimmung auf der Nexus hat sich seit Eos völlig verändert. Das kann man wirklich spüren. Ein neuer Außenposten, Hilfe durch einen Pathfinder, Menschen wachen auf. Es ist ein Neubeginn. Aller guten Dinge sind drei, wenn man einen Pathfinder dabei hat. Aber auf das Glück ist nicht immer Verlass. Ab jetzt ist es harte Arbeit. Aber es tut verdammt gut, wenn man weiß, dass man auf dem richtigen Weg ist. Oh. Ja, wir machen das in einer extra Stunde. Sie hatten ein Jahr Zeit, darüber nachzudenken. Wir reden hier von der Geißel, Direktor Tan. Ihr Ursprung lässt sich durch nichts erklären, was wir kennen. Wie kann das sein? Wir haben doch massenhaft Ausrüstung mitgenommen. Und die Messungen der Tempest helfen uns auch weiter. Dennoch haben wir bisher gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Oh, ich will nicht, dass es später in den Geschichtsbüchern heißt, die Initiative hätte vor einer Weltraumwolke kapituliert. Manche Dinge sind nun mal größer als wir. Diese Ausrede lasse ich nicht gelten. Es geht hier um Wissenschaft. Und Sie da drüben schimpfen sich doch Wissenschaftler, oder? Also finden Sie es raus. Bis bald, Direktor. Oh Gott. Es muss schön sein, all seine Erfolge so vor sich zu sehen. Ich sehe keine Erfolge. Okay, mit dir reden. Nein, doch nicht. Rede mit mir! Weiter. Was sagt die Hauptmission? Upp, Logbuch. Oh. Ja, holen wir uns den nächsten Begleiter. Rup. Hauptmission und dann Nebenmissionen ein bisschen. Es wird noch so viel geredet. Die Sonnenlichtlampen in einigen Quartieren der Nexus werden in Kürze gewartet. Ein Hoffnungsschimmer für alle, die durch ihren Dauerbetrieb um den Schlaf gebracht wurden. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten.
Ich bin nicht weit genug gereist. Verdammt! Die Behörden warnen vor dem Verzehr einer von Habitat 7 eingeführten kirschähnlichen Frucht. Mehrere Passagiere sind weiterhin mit rätselhaften Symptomen in Quarantäne. Oh, sind es Blähungen? Oh, mit Schweine. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Irgendjemand Interessantes hier? Vetra! Schieben Sie die Kiste nicht von der... Sie haben die Kiste von der Rampe geschoben. Woher nehmen die nur diese Leute? Behalten Sie hier hinten alles im Auge? Ja, ich versuche zwar die Kontrolle zu behalten, wenn wir weg sind, aber es ist schön, auch mal persönlich alles zu überprüfen. Es läuft gut, hoffe ich. So gut es mit begrenzten Ressourcen laufen kann, ja. Kleine Schritte. Die Rüstung schaut sehr cool aus. Rot-schwarz, genau meine Farben. Wer hat das gesagt? Ignoriert. Ignoriert mal alles. Es wird noch viel geredet. Auf zur nächsten Mission und den coolen Skin geben, den ich. Jarl. Jarl. Gott, der bitte. Wer ist der Jarl? Irgendwas mit Doppel A, oder? Alle Systeme im grünen Bereich. Wir werden ja gleich sehen, wie er heißt. Da müssen wir hin anscheinend. Skip. Nope. Wird nichts gibt. Wow. Skip. Nein. Es leckt auch noch. Kollisionskurs mit unbekannten Objekten. Weichen Sie aus. Sam, kannst du uns helfen? Kollision steht bevor. Voller Halt. Jetzt. Bad guys. Schiffe, ein Dutzend. Nein, mehr. Sie drücken uns gegen die Geißel. Sie scannen uns, Pathfinder. Dann scan zurück. Wo ist der, der die Relikte aktiviert hat? Seine DNA-Signatur ist dort. Antworte! Sie stehen doch mir im Weg. Wer sind Sie? Die Steuerung ist blockiert. Sie fliegen uns in Ihr Schiff. Worum geht es hier eigentlich? Ich erkläre nicht, was du nicht begreifen kannst. Ryder, in wenigen Sekunden habe ich wieder die Kontrolle über das Schiff. Ich weiß so einiges über die Relikte. Wir sollten uns austauschen. Genug. Dein Widerstand ist naiv und sinnlos. Heute beginnt dein Weg zu wahrer Größe. Sam! Ich habe einen Kurs durch die Geißel berechnet. Los! Bericht! Gegner zerstört. Schäden an den Hecksensoren. Durch die Geißel? Ja. Bring uns hier raus. Ja, es wird eng. Kello? Ja. Gut gemacht. Wer zum Teufel war dieser Typ? Ryder, wir haben hier unten Probleme. Wir brauchen dringend einen Hafen. Toll. Wo sind wir überhaupt gelandet? Sensoren sind beschädigt, aber ich glaube bei den Gewölbekoordinaten. Sie glauben? Gil, tun Sie Ihr Bestes. Wir gehen runter. Wir werden gerufen.
Wir müssen landen. Kanal öffnen. Tov Jagalesto. Tov Jagalesto. Wir sind Besucher aus einer anderen Galaxie. Wir kommen in Frieden. Auf Nalesetto. Wir haben einen Navpunkt. Dann mal los. Ja. Ha, wow, das ist wunderschön. Wir müssen in dieses Gewölbe. Bitte, Sie wollen doch nicht wirklich alleine da rausgehen. Doch, dieses Mal muss es besser laufen. Ich bin der Pathfinder. Der Erstkontakt ist mein Job. Und unfassbar wichtig, aber hey, kein Druck. Wenn das hier schlecht ausgeht und ich gefressen werde, selbst wenn es lustig ist, löschen Sie die Videos, ja? Was sicher lustig ist, wenn du gefressen wirst. Was für ein Comedian. Geht da ohne Rüstung raus. Muss ich meine Schuhe ausziehen? Ich bin Paran Shai, Gouverneurin von Aya. Wir sind die Angara. Hallo, ich bin ein Pathfinder der Initiative. Ja, Sie haben den Orkusnebel durchquert. Ich hörte davon, Jol. Ich habe alles im Griff. Er sah das Schiff eintreffen und wollte, dass ich mir ein Bild mache. Er ist ein Mensch aus einer anderen Galaxie. Ein Pathfinder. Aya ist verborgen. Geschützt. Was wollen Sie? Ja, das schaut cool aus. Das schaut cool aus. Wir möchten nur einen Blick in Ihr Gewölbe werfen. Dann sind Sie uns wieder los. Einfach nur? Sie wissen überhaupt nichts. Ich informiere Ephra. Er erwartet Sie in seinem Büro im Hauptquartier des Widerstandes. Wir sehen uns dort. Ich werde Sie durch unsere Stadt begleiten. Ihre Crew bleibt an Bord. Folgen Sie mir. Bleiben Sie immer in meiner Nähe. Versuchen Sie nicht, die Stadt eigenmächtig zu erkunden oder sich mit jemandem zu unterhalten. Falls es nötig sein sollte, werden Ephras Wachen auch vor Gewaltanwendung nicht zurückschrecken. Verstanden. Darf ich Ihnen denn wenigstens ein paar Fragen stellen? Ja, ich denke, das geht in Ordnung. Nicht speichern. Ihr kriegt mich nie! Kommen Sie her! Okay, okay. Wow, hey, das war nur ein Versehen. Wenn Sie hier die Gouverneurin sind, wieso muss ich mich dann mit diesem Ephra treffen? Er ist der Anführer des Widerstands. Und was macht dieser Widerstand? Er kämpft gegen die Kett und beschützt uns. Was ist los? Wir haben Besuch von einem Alien. Na. Die Angara weisen ein ungewöhnlich hohes Maß an elektrostatischer Energie auf. Das ist doch Wahnsinn. Es gehört in eine Eindämmungszelle. Gouverneurin Schei weiß, was sie tut. Bin ich wirklich so furchteinflößend? Sie sind ein Fremder, der in unser Zuhause eingedrungen ist. Wir wissen nicht das Geringste über Sie. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Dann gehen Sie weiter. Schaut euch nur diesen Trizeps an. Nicht einflößend. Und hör auf, ihn so anzustarren.
Das stört mich ja. Kein einziges Exemplar der hiesigen Flora ist in meiner Datenbank verzeichnet. Stecken Sie das weg! Das ist nur ein Scanner. Stecken Sie das weg, sofort! Ja. Ah. Ihre Stadt ist wirklich wunderschön. Danke. Sie sind der erste Fremde, der Sie zu Gesicht bekommt. Ich fühle mich geehrt. Was passiert, wenn Aphra mich nicht mag? Das wird er nicht. Dennoch müssen Sie sein Vertrauen gewinnen. Er ist dafür verantwortlich, Sie alle zu beschützen. Ich weiß, wie das ist. Sie sind ein Anführer. Naja, sagen wir, ich bemühe mich. Upsi. Ja, sie schikanieren dich, Moran. Aber wenn du dich provozieren lässt und rausgeworfen wirst, ist das deine Schuld. Also ich soll schwach sein? Nein, es heißt, du sollst stark sein. Vertrau auf deinen Verstand und dein Herz. Okay? Hey. Sie ist einfach die Beste im ganzen Widerstand. Ich weiß. Die Erfahrung mit den Cat heißt für uns Misstrauen gegenüber allen Aliens. Wir sind auch schon auf die Cat gestoßen. Dann verstehen Sie es ja wirklich. Als der Archon nach Helios kam, zerstörte er unseren souveränen Staat. Er nahm sich, was er wollte, als wären wir gar nichts. Jetzt verschleppen die Cat gnadenlos Angara. Oft sehen wir unsere Leute nie wieder. Kommen Sie. Aphra wartet. Die Cat entführen Sie? Stehlen Ihre Leute? Und der Widerstand bekämpft Sie jeden Tag. Mit allem, was wir haben. Ist das Zermürbung? Was wollen Sie? Sparen Sie sich Ihre Fragen für Aphra. Verdammt, ich gebe Volt nicht auf. Aphra, das ist eines der Aliens aus der Milchstraße. Ein Pathfinder. Pathfinder. Nach Aya zu kommen, ist ein gewagter Schritt. Ich hatte keine Wahl. Eine Menge verzweifelter Leute hofft, dass ich eine Heimat für sie finde, bevor sie verhungern. Ich fühle mit ihnen und ihren Leuten. Pathfinder, egal wie sie uns gefunden haben, warum sind sie hier? Ich habe auf einem unwirtlichen Planeten, den wir Eos nennen, ein uraltes Gewölbe entdeckt und es reaktiviert. Es hat die Umwelt des Planeten stabilisiert. Relikte. Unsere Informationen bestätigen das. Ich vermute, auf Aya gibt es ein Gewölbe, das anders ist. Ich muss dort hinein. Ja, es gibt da draußen ein Gewölbe. Aber der Eingang wurde vor Jahren verschlossen und versteckt. Tut mir echt leid. Die Moschei ist unsere angesehenste Forscherin. Sie kennt das Gewölbe. Aber jetzt haben sie die Cat. Und wir konnten sie nicht retten. Wir haben sie verloren. Es muss anders gehen. Wie kann ich sie überzeugen? Kann ich helfen? Wie arrogant. Ich traue Ihnen nicht. Warum sollte ich Ihre Hilfe wollen? Natürlich. Aphra, ich glaube, was dieses Alien sagt, ist außergewöhnlich. Die Moschei würde von uns wollen, dass wir diese Chance nutzen. Jor, du redest zu viel. Lass mich das Alien für dich beurteilen. Ich werde deine Augen sein. Geh, wenn du willst. Aber wenn er dich töten will, dann schlag zuerst zu. Ich bin Jol Amadarav und werde sie durch das Gebiet der Angara begleiten. Das wird nett. Ich hoffe, sie mögen Gesellschaft. Fast. Hoffentlich bereue ich das nicht. Hoffe ich auch. Endlich finde ich den Handschlag gar nicht so schlecht. Nicht wirklich viel Kontakt, besser als Umarmung, Bussi, Bussi.
Ich habe meine Analyse von Aya fertiggestellt. Soll ich sie an den Nexus übermitteln? Auf jeden Fall. Seien Sie da draußen vorsichtig. Bin ich doch immer. Glauben Sie wirklich, dass die Moschei noch lebt? Ich bin mir sogar sicher. Dann bringen Sie sie wieder nach Hause und bleiben Sie am Leben. Ich werd's versuchen. Ryder, das Schiff ist repariert und startklar. Ich bin hier, um Sie zu unterstützen, Pathfinder. Ich bin Enro Bosan, Gouverneurin Paranshais Assistent. Sie dürfen dieses Gebiet nach Belieben erkunden, haben aber keinen Zugang zur Stadt. Solange sich das nicht ändert, bin ich Ihr Ansprechpartner. Was kann ich für Sie tun, Pathfinder? Oh Gott. Danke für Ihre Zeit, Enro. Nichts zu danken. Ich sehe schon, ich werde nichts zu bekämpfen bekommen. Oh, ich kann mit jedem dann nochmal reden, oder? Was hast du für mich? Bei den Sternen, Sie sind's. Ich hatte auf eine Gelegenheit gehofft, mit Ihnen zu sprechen. Sie haben Ihre Heimat verlassen, um den Orkusnebel zu durchqueren. Ist es wahr, dass Sie nie wieder zurück können? Naja, das hier ist jetzt unser Zuhause. Ein solches Risiko einzugehen und Ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Wieso haben Sie das gemacht? Um vielleicht jemanden wie Ihnen zu begegnen. Und ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Können alle Menschen so gut mit Worten umgehen? Das werden Sie selbst rausfinden müssen. Ja, ich schätze, das muss ich wohl. Jetzt bin ich an der Reihe, Ihnen eine Frage zu stellen. Verraten Sie mir Ihren Namen? Oh, natürlich. Ich bin Avila Kejar, Kuratorin des Geschichtsspeichers. Wir studieren Artefakte aus unserer Vergangenheit. Wir versuchen zusammenzusetzen, was wir durch die Geißel verloren haben. Und um ehrlich zu sein, gibt es da etwas, worüber ich mit Ihnen sprechen wollte. Pathfinder, wie viel wissen Sie über unsere Geschichte? Die Kett haben ihr Volk in große Bedrängnis gebracht, richtig? Das stimmt. Aber lange vorher hat die Geißel unsere Technologie zerstört, angefangen bei unseren Schiffen. Viele dieser Schiffe stürzen auf Haval ab. Die Wildnis dieses Planeten steckt also voller Geschichte. Ein Wissenschaftler auf Haval hat mir vor kurzem den Nav-Punkt einer unberührten Absturzstelle übermittelt. Das ist eine unglaubliche Gelegenheit. Leider patrouillieren in diesem Gebiet Relikte, weshalb wir nicht nah genug rankommen. Nicht so, wie Sie es können. Woher wissen Sie über mich und die Relikte Bescheid? Ich habe Freunde beim Widerstand. Sie haben Ihre Unterhaltung mit Aphra mit angehört. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber Sie haben ein Schiff und die Möglichkeit, an den Relikten vorbeizukommen. Ohne Ihre Hilfe kann ich nichts tun. Ich bezweifle, dass Aphra sonderlich glücklich über diese Vereinbarung wäre. Aphra muss nichts davon erfahren. Und falls er es doch herausfindet, kann er seinen Ärger gerne an mir auslassen. Es erfordert Mut, ihm die Stirn zu bieten. Ich würde Schlimmeres auf mich nehmen, um einen Teil unserer Geschichte zurückzuerlangen. Ich wollte schon immer mal archäologisch tätig werden. Auf diese Antwort hatte ich gehofft. Falls Sie etwas finden, ich bin hier. Danke, Pathfinder. Okay, ich kann sie nicht scannen. Was könnte ich jetzt gönnen? Bevor wir weitermachen. Uns noch eine Cutscene gönnen. Oh, jetzt kann ich was scannen. Du bist weggescannt hier. Werden sie mich direkt zum Planeten holen oder kann ich noch zum nächsten Zug? Ah, machen wir noch ein bisschen weiter. Ihr Schiff ist... Wir haben nichts Vergleichbares. Warten Sie, bis Sie es von innen sehen. Wird es etwa noch besser? Absolut. Können wir aufbrechen? Ja, es wird Zeit, dass ich Sie dem Rest meiner Crew vorstelle. Hopp. Cutscene. Doch nicht. Zweimal Mini-Cut-Cut-Scenes. Wie Schnitte. Kleine schlechte Schnitte. Warum lautet das so lange? Ich sage nur, dass dieser Erstkontakt zumindest besser gelaufen ist als der letzte. Aber nur minimal. Ja, was ist eigentlich passiert? Ich wollte mich dort umsehen. Und jetzt müssen wir noch jemanden durchfüttern, was auch immer er ist.
Funktionieren die Translator nicht? Sie funktionieren. Ach, kommen Sie schon. Könnten wir bitte alle versuchen, einfach nur zuzuhören? Oh, Sie bitten uns. Interessante Strategie. Wir sind unserer besten Spur hierher gefolgt und stehen trotzdem mit leeren Händen da. Jaul hat angeboten, uns so gut er kann dabei zu helfen, Zugang zu dem Gewölbe auf Aya zu erhalten. Und wie soll das gehen, wenn wir den Planeten verlassen, auf dem es sich befindet? Das ist eine gute Frage, Jaul. Echt jetzt? Beruhigen Sie sich. Ryder hat recht. Wir haben einen Angara unter uns, also hören wir uns doch einfach an, was der Neue zu sagen hat. Vor etwa 80 Jahren trafen eines Tages der Archon und die Kett in Helios ein und der Horror begann. Sie haben ihnen den Krieg erklärt? Was sie tun, lässt sich nicht so einfach benennen oder bekämpfen. Die Kett entführen Angara. Sie verschwinden einfach spurlos. Was, wenn das unsere Leute wären? Hey, von mir aus können wir gerne den ganzen Tag gegen die Kett kämpfen. Aber das ist kein Plan. Das sehe ich auch so. Wir müssen in dieses Gewölbe, Ryder. Ich sag's nur ungern, aber ich muss Phoebe recht geben. Unsere Mission hat Vorrang. Wir haben einen Plan. Mehr oder weniger. Und er ist gut. Jaul? Der Widerstand benötigt Unterstützung. Ich habe heute Morgen den Auftrag erhalten, zu zwei unserer Welten zu reisen. Und Sie werden mich begleiten. Weil? Weil Sie dadurch Ephras Vertrauen gewinnen. Und das wollen Sie. Jaul hat mir von diesen beiden Welten erzählt. Haval und Volt. Vor der Geißelkatastrophe war Volt ein blühender Planet, auf dem Milliarden von uns lebten. Ein strahlendes Zentrum der Technologie und des Lebens. Und jetzt? Jetzt ist er das Zentrum unseres Bodenkrieges gegen die Kett. Unsere Basis kämpft gegen ihre Einsatzzentrale um die Kontrolle über den Planeten. Und was ist mit dem anderen? Havarl ist die Geburtsstätte der Angara. Aber die Lage dort verschlechtert sich. Er wird wild und gefährlich. Wir vermuten durch die Relikte. Jetzt wird's interessant. Wir haben vor kurzem den Kontakt zu unseren Wissenschaftlern verloren. Ich verstehe immer noch nicht, inwiefern uns das alles helfen sollte. Ich schon. Helfen Sie uns. Oder eher, helfen Sie mir. Und ich setze mich für Sie ein, richtig? Jaul will nämlich ebenfalls in das Gewölbe auf Aya. Pathfinder, es ist Ihre Entscheidung. Ich weiß noch nicht, was wir machen. Halten Sie sich einfach bereit, jederzeit loszulegen. Alles klar? Ja, alles klar. Jaul, geben Sie Kello die Nav-Punkte der beiden Planeten. Gehen wir es an. Oh, ich glaube, ich gehe zuerst zum Nexus, sonst mach diese Talk-to-Talk-Episode das Durchquatschen und dann wieder zurück zur Action. Ich ordne immer noch meine ersten Eindrücke, aber schon ihre Körpersprache ist so emotional. Ich kann meine erste Sitzung mit Jaul kaum erwarten. Versuchen Sie ihn nicht zu verschrecken, okay? Nichts dazu zu sagen. Fühlen Sie sich gut? Alter Crew. Wie schlägt sich die Crew Ihrer Ansicht nach? Um wen genau geht es Ihnen denn? Ich ordne sie in den Akten und meinem Gehirn nach Spezies ein. Jaul. Geht es Jaul gut? Er versucht, sich zurechtzufinden. Wir anderen wissen zumindest ein wenig über unsere unterschiedlichen Kulturen. Aber für Jaul sind wir alle Fremde. Wenn man bedenkt, wie viel Neues dadurch auf ihn einprasselt, schlägt er sich erstaunlich gut. Danke für Ihre Offenheit. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ja. Dann Episode vorbei und als nächstes wird noch mehr geredet.